So, hallo und herzlich willkommen auf dem Weg zum Wald. Der ist gleich da vorne, ne? Das ist also nicht so weit. Und ja, ich habe eine alternative Kopfbedeckung auf. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass das die Botanikmütze ist. Die ist nämlich von meinem Vater und die hatte er immer auf, wenn er irgendwas botanisieren gegangen ist. Und da ich mich langsam seiner Haarfarbe und vor allem Bartfarbe annähere, habe ich gedacht, kann ich auch mal die Botanikkappe aufziehen. Außerdem, im Gegensatz zu meinem Hut, hat die Botanikkappe plus 5 auf Pflanzenbestimmung, während mein Hut bloß plus 2 auf allgemeines Waldwissen hat. Ja, das ist zwar ein breites Feld und so für den allgemeinen Bedarf ist plus 2 auf allgemeines Waldwissen die nützlichere Kopfbedeckung. Aber plus 5 auf Pflanzenbestimmung ist natürlich super hilfreich, wenn es genau darum gehen soll. Ja, und für diesen Zwecke, das ist unser altes Wäldchen hier. Alt im Sinne von, es gibt ein paar wirklich, das da, wirklich, wirklich dicke Bäume. Nicht unbedingt alt im absoluten Terminus, weil ja, es gibt durchaus noch ältere Wälder, aber der hier hat halt schon eine relativ lange Bestehensgeschichte und ist ein letztes Überbleibsel von einem ja, eher feuchten Waldgebiet. Und ich weiß aus der Vergangenheit eben, dass hier relativ viele verschiedene Frühjahrsblüher zu finden sind. Hoffe ich zumindest. Zumindest erinnere ich mich dunkel, dass es mal viele gewesen sind. Ungewohnte Kopfbedeckung. Ja, ja, und das Ding sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es ist nun mal die plus 5 auf Pflanzenbestimmung Kappe von Vater. Also muss ich die jetzt aufhaben? Nein, ich mache das wirklich gerne. Es ist irgendwie lustig, mal Vaters alte Mütze auszuprobieren. Ist ein bisschen eng. Ich habe einen großen Kopf. Aber ja, nur mal kurz am Rande angemerkt. Ne? Diese super dicken Bäume hier, also das ist wirklich was. Zum Größenvergleich. Ne? Also das ist wirklich was Großes und ich bin auch nicht der allerkleinste. Das sind Pappeln. Die ja, hat mein Vater eigentlich gar nicht so toll gefunden hier in diesem Wäldchen. Er war der Meinung, die gehören da nicht hin. Ja, sagen wir mal, es ist ein kleines bisschen kreativ gewesen, hier Pappeln hinzupflanzen. Ich sehe es überhaupt nicht kritisch. Ich meine, wir pflanzen überall irgendwas hin, was da nicht unbedingt natürlich wachsen würde, wenn man das heutzutage noch pauschalisiert kritisieren wollen würde. Wohlgemerkt ist das eine Weile her, dass mein Vater das gestört hat, dann würde man eigentlich nirgendwo hinkommen. Daher hat sich so eine Kritik inzwischen weitgehend erübrigt. Aber ist es richtig, das ist kein natürlicher Pappelbestand. Dementsprechend sind die teilweise auch nicht allzu alt geworden. Es sind aber auch nur in Anführungszeichen Pappeln. Die werden nie besonders alt. So, jetzt werfen wir hier mal noch einen Blick in das Wäldchen. Ich habe euch heute eine Wackelkamera, das liegt daran, dass ich relativ flexibel auch mal umdrehen möchte und mal nicht im Bild sein und an Dinge näher ran und so weiter und so fort. Und oh, da haben wir schon das erste Pflänzlein, das ich aber sicherheitshalber nochmal nachgucken muss, bevor wir es näher an... Oh, da kommt das nächste. Ja, ich glaube, ich bin hier richtig. Ich glaube, ich werde hier fündig. Ja, noch ein paar kleine allgemeine Dinge. Also ihr seht da hinten, da geht es runter. Ne? Wir haben da hinten dann eine große Wiese. Und also groß, ne? Ein bisschen. Und das ist so die traditionelle Verbindungszone zwischen eben dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, da hinten, und der Stadt, zu denen unser Dorf gehört, da hinten. Und ja, da dazwischen war halt immer dieses Wäldchen, beziehungsweise die entsprechende Wiese vorm Wäldchen. Das ist schon seit irgendjemand, der heute noch lebt, denken kann. So, und dieses Wäldchen war schon immer sehr beliebt bei jungen Menschen zum Unfug anstellen. Ja? Deswegen dementsprechend auch bei mir. Darum kenne ich mich hier noch aus früheren Tagen gefühlt noch ganz gut aus. Dürfte sich aber auch das eine oder andere verändert haben. Gut, und da gucken wir jetzt einfach mal, was wir so an Frühjahrsblühern finden können vor allen Dingen und ordnen die vielleicht auch noch ein kleines bisschen ökologisch ein, wenn sich's ergibt. Ja, was mich sehr freut, weil habe ich lange nicht gesehen, ist dieses Ding hier. Ja? Das ist Paris quadrifolia, die berühmte Einbeere. Gucken wir mal von oben drauf, dann versteht ihr mich nur leider nicht mehr. Ja. Und
auch auf die Gefahr hin, mich jetzt dreckig zu machen. Hier steht sie nochmal. Die heißt deswegen Einbeere, weil die tatsächlich eine Beere ausbildet. Ihr seht hier in der Mitte schon die eine Knospe, die wesentliche. Damit wird sie noch einen Ticken größer, macht dann eine Blüte und dann eben eine Beere. Und darum auch Paris quadrifolia, quadri also vier, weil die immer diese charakteristischen vier Blätter hat. Ja, eins in gefühlt jede Himmelsrichtung. Ist relativ einfach zu bestimmen, aber gar nicht so häufig im Walde anzutreffen. Ich freue mich also immer sehr, wenn ich welche finde. Und ja, ehrlich gesagt, also essen würde ich sie schon mal nicht. Aber ansonsten weiß ich gar nicht so viel drüber und ergänze dann noch ein bisschen mit Voice-Over dann. Schön. Ja, das ist ja schon mal ein toller Treffer. Und ja, ich habe ein Telefon in der Hand. Ja, ich habe zur Sicherheit noch mal kurz nachgeguckt, ob das wirklich Paris quadrifolia ist, weil, wie gesagt, so häufig finde ich die nicht. Und dann will man halt auch nichts Falsches erzählen, ne? Ja, hier mal eine schöne Illustration aus ganz alten Büchern. Das sind immer meine liebsten Darstellungen von Pflanzen, da sie den Prototyp der Pflanze zeigen. Also so ein Exemplar wird man draußen in der Wildnis nicht finden. Es ist quasi als Archetyp der Pflanze gedacht, ne? Wenn man einem Außerirdischen erklären möchte, wie Homo sapiens aussieht, dann zeigt man dem auch nicht unbedingt ein Bild von Donald Trump, sondern versucht, einen möglichst allgemeintypischen Menschen darzustellen, mit einer mittleren Hautfarbe zum Beispiel, weil er ja da durchaus eine gewisse Schwankungsbreite aufweisen. Das ist also auch bei diesen botanischen Zeichnungen so, und ich mag einfach diese uralten Dinger, allein schon, weil sie super, super alt sind, meistens aus dem 17. Jahrhundert, die meisten davon. Wie dem auch sei, das ist also jedenfalls unsere Paris quadrifolia, unsere vierblättrige Einbeere, wird sie häufig auch genannt. Wie man hier sehen kann, hat sie ein Rhizom, das ist unten rechts dieses wurzelartige Gebilde, zu Rhizomen gleich noch ein bisschen mehr. Sie bildet dann eine Beere aus, die sehen wir oberhalb vom Rhizom und beziehungsweise angeschnitten sehen wir sie wunderbar so ungefähr in der Bildmitte. Das Ding ist giftig, also ich hatte vor Ort durchaus recht, dass man sie nicht essen sollte. Und zwar giftige Pflanzenteile, die ganze Pflanze, besonders die Beere. Und die Statistiken weisen wenige Vergiftungen mit der Einbeere auf. Gelegentlich wird sie von Kindern mit Heidelbeeren verwechselt. Hauptwirkstoff ist dann das Saponin Peridin und Paristophinin. Gesamtsaponine sind allerdings unter 1%. Saponine sind Seifenstoffe, die man hin und wieder auch im Trinkwasser finden kann, also wenn man sein Wasser aus dem Walde holt oder vom Acker oder sonst wie. Da sind aber die Konzentrationen meist auch super, super gering und das ist nicht weiter dramatisch. Geringstmöglichste Saponinkonzentration, also weit, weit, weit unter 1% muss das dann sein, sind zum Teil von einigen Menschen auch als angenehm empfunden worden, wenn man da in der Kulturgeschichte von Homo sapiens ein bisschen zurückgehen. Beispielsweise die First Nations von Nordamerika, die verwenden saponinhaltige Beeren, um daraus einen schaumigen, blubberigen Brei, schwer zu beschreiben, herzustellen, der sehr bitter ist im Geschmack, aber auch so eine gewisse Süße hat, weil die Beeren ja gleichzeitig auch wieder Zucker enthalten. Man mischt da auch verschiedene Beeren zusammen und empfindet es als dann als besonderes Geschmackserlebnis, wenn das eben diese schaumige Konsistenz hat, quasi so ein bisschen wie aufgeschäumte Seife, die man sicherlich aus dem letzten Vollbad sich noch dran erinnern mag. Also das ist jetzt prinzipiell per se nicht ein Riesenproblem, aber in größeren Mengen sind die natürlich für den Menschen durchaus gesundheitsschädlich. Ja, Vergiftungserscheinungen sind Übelkeit, enge Pupillen, Schädigung der Nieren und des Zentralnervensystems, allerdings muss man dafür wirklich viel davon futtern, schmerzhafte Darm- und Blasenentleerung. Die schlecht schmeckenden Beeren werden meist nur einzeln verzehrt und es kann bei Kindern zu Übelkeit kommen. Soll heißen, so richtig umbringen, da muss man sich schon wirklich große, große Mühe geben. Ist jedenfalls kein Fall bekannt, wo das mal passiert wäre, aber so richtig unbedingt ausprobieren muss man sicherlich auch nicht. Und da wir jetzt auch wissen, dass die Beeren gar nicht schmecken, hält sich wahrscheinlich das Interesse in Grenzen. Ansonsten aber eine sehr, sehr tolle Pflanze. So, und jetzt muss ich der Vollständigkeit halber für diejenigen, die nicht hingucken, noch erwähnen, was
ich gerade erzählt habe, habe ich zitiert aus Giftpflanzen und Pflanzengifte, Vorkommen, Wirkung, Therapie von Roth, Dauderer und Kormann. Das ist ein Standardwerk der Pflanzenphysiologie. Im Wesentlichen hat jeder Botaniker bei sich daheim im Regal rumstehen. Ich ehrlich gesagt erst seit kurzem, Schande über mich, aber nur der Vollständigkeit halber. Ne? Weiter im Text. Ja, hier haben wir die ganz normale Anemone. Die werden die meisten von uns schon mal gesehen haben. Anemone nemorosa, Buschwindröschen. Auf gut Deutsch, ich meine in den meisten Bundesländern heißt sie so. Das ist eine der häufigsten Frühjahrsblüherchen, die wir überhaupt finden können. Ich mag sie persönlich sehr gerne, alte Bekannte. Und immer wieder schön, dass sie jedes Jahr aufs Neue zum Frühjahr zu Besuch kommt, um eine Weile da zu sein, ein bisschen zu blühen, ein bisschen zu fruktifizieren, die Samen unter anderem von Ameisen rumtragen zu lassen und dann wieder weg zu sein. Ne? Und das bringt uns auch an den Punkt, wo wir noch ein kleines bisschen ausholend über Frühjahrsblüher per se sprechen müssen. Ja, also das soll jetzt nicht ein großer Vortrag Richtung Ökologie werden, sondern vor allen Dingen eben auch ein paar Pflänzchen, die wir uns näher angucken und ein paar wesentliche Bestimmungsmerkmale beim Buschwindröschen. Ich würde ausnahmsweise zur besseren Präsentierbarkeit mal eins entnehmen. Da wäre zu sagen, dass das Buschwindröschen ein Rhizomgeophyt ist. Das hat mir gerade meine Mütze verraten. Nein, Rhizomgeophyt bedeutet, wenn du hier ein Pflänzlein ausreißt, dann hast du gerade nicht eine Pflanze getötet, sondern lediglich einen kleinen Teil der gesamten Pflanze. Der Hauptbestandteil von Anemonen ist nämlich tatsächlich das unterirdisch verlaufende große Rhizom. Das ist eine dicke Speicherwurzel, vergleichsweise dick, also viel länger, dicker als einen halben Zentimeter wird die bei Anemone selten. Kann mal passieren, dann ist er mal ein Zentimeter vielleicht. Das wäre dann so eine richtig fette Anemone. Und die macht im Wesentlichen rein von der Masse her, wenn man sie die komplette Anemone inklusive eben ihrer Wurzel auf eine Waage schmeißen würden, macht die den Löwenanteil der Pflanze aus. Und von dieser Speicherwurzel aus treiben eben jedes Jahr die kleinen Anemönchen nach oben. Da die von derselben Wurzel stammen, also zumindest wenn wir uns ein Anemonenvorkommen angucken, also die, die jetzt hier unten zum Beispiel gestanden sind, wo ich gerade noch rumgekniet habe, die sind dann häufig eben dadurch gekennzeichnet, dass sie quasi alles Ausläufer ein und derselben Wurzel sind, damit zur selben Pflanze gehören. Und wenn man so möchte, sind das alles, ich will immer Klone sagen, ne? Klone derselben Pflanze. Das stimmt aber nicht. Sie sind dasselbe Individuum. Ja? Ein Klon, wenn sich eine Pflanze klont, dann besteht sie ja hinterher aus zwei Individuen. Die sind zwar genetisch identisch, aber es sind zwei Individuen, die voneinander abgekopselt sind. Ja, das ist hier nicht der Fall. Hier hängen sie wirklich alle zusammen. Und ich habe damit, wenn ich eine Anemone pflücke, nicht die gesamte Pflanze gekillt, nicht mal einen Bruchteil davon, sondern einen Bruchteil schon. Aber halt einen kleinen Bruchteil, weil die noch viele, viele, viele andere oberirdische Austriebe habt, die fast immer eben aus drei Blättchen bzw. drei Zweiglein mit jeweils einer solchen Blattstruktur hier, die aus drei Einzelblättchen besteht, sich zusammensetzen plus eben eine Knospe bzw. eine Blüte. Wenn man mal eine Knospe von einer Mone sehen will, muss man verdammt schnell sein, weil die Knospe ist sofort, die geht sofort auf und dann ist die Blüte auch schon da. Gerade eben, weil sie als Rhizom im Boden lebt, ist die Anemone sofort da. Ja? Die hat also quasi alles, was zum Austrieb benötigt wird, schon gespeichert, im letzten Jahr schon zusammengetragen und wartet eigentlich nur darauf, sobald es ein bisschen wärmer wird nach dem Winter, sofort mit dem Austrieb anfangen zu können. Und zack ist sie da und zack macht sie Photosynthese und zack hat sie eine Blüte und zack wird sie befruchtet von allem Möglichen, was hier so rumfliegt im Frühjahr. Eigentlich fast alles geht auch an Anemonen. Die ist eigentlich auch in fast jedem halbwegs gesunden Wald zu finden. Wenn ihr einen Wald habt, wo gar keine Anemonen wachsen, dann muss es ein Nadelholzreinbestand sein. Und die sind im Regelfall eben nicht allzu natürlich. Selbst in einem Kiefernreinbestand sollte man hier und da vielleicht mal noch ein Anemönchen finden können, weil die Kiefer nicht zu viel Schatten auf den Boden schmeißt. Und dann reicht es für die Anemone vielleicht sogar, um im Frühjahr ein wenig durchzukommen. Mindestens am Waldrand oder halt entlang von Vorstraßen und solchen Späßen. Hat jeder bestimmt schon mal gesehen. Ja? Also dieses Prinzip,
irgendein Speicherorgan im Boden zu haben, das nennt man eben dann Geophyt. Ja? Eine Pflanze, die kurze Zeit nur da ist, sich in ihr Speicherorgan sozusagen zurückzieht. Das tut sie nicht wirklich. Zurückziehen klingt immer so, als würde die Pflanze diesen hier machen. Und jetzt ist sie wieder in ihrem Speicherorgan. Nein, die stirbt oberirdisch ab. Und ja, dann überlebt das Speicherorgan. Also es ist nicht möglich, einfach das, was rausgekommen ist, quasi wieder zurückzuziehen und zu, Entschuldigung, und zu recyceln, ist aber auch fast nicht notwendig. Der Großteil dieses Pflänzchens bzw. der einzelnen Stängel mit Blüte, die Anemone bildet, besteht fast nur aus Kohlenstoffdioxid bzw. Wasser bzw. beides, also Glucose, also C6H12O6 und ganz, ganz minimal ist ein kleines bisschen Stickstoff notwendig, was in einem auwaldartigen Wald wie diesem hier mit einem hohen Eintrag von Feuchtigkeit, auch mit Fließwasser, das da hinten den Hang runterkommt, was hier immer reinfließt und hier eben entsprechend auch Nährstoffe deponiert, hier herrscht kein Mangel an gar nichts. Das ist also ein sehr, sehr fruchtbarer Boden, bedeutet, die hat keinerlei Mangel an den paar Sachen, die sie für eine einzelne Blüte bzw. einen einzelnen Stängel mit Blüte aufwenden muss. Und die Samen, die produziert werden von der Anemone, sind auch nur sehr, 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 sehr klein, das reicht. Die werden teilweise von der Ameise rumgetragen, die verlieren unterwegs mal was, nicht so oft, aber kommt vor und schwuppdiwupp haben wir irgendwo eine neue Anemone. Wenn sie mal ein Jahr lang keine Samen machen kann, weil das Jahr zum Beispiel besonders schlecht ist, das Frühjahr besonders kurz, das Frühjahr besonders kalt oder zu trocken oder sonst irgendwas, dann ist das auch nicht schlimm. Sie kann sich auch immer dadurch vermehren, dass sie einfach mit ihrem unterirdischen Rhizom weiter ein bisschen durch die Gegend wächst, 5, 6, 7 Zentimeter weiter, völlig egal, und dann am äußersten Punkt ihres Rhizoms eine neue Blüte nach oben kommen lässt im nächsten Jahr und hat sich dann 5, 6, 7 Zentimeter ausgeweitet, ja, mit einer weiteren Blüte, und die hat dann wieder die neue Chance, tatsächlich einen Samen zu produzieren, der möglicherweise weiter weggetragen wird, damit dann eben die Ausbreitungsdistanz noch ein bisschen zunimmt. Schön! Ja, Anemönchen, wie gesagt, ein Klassiker, und aber immer was Schönes. Er gehört zu den Ranunculaceen, zu den Hahnenfußgewächsen. Hahnenfußgewächse sind durch die Bank alle, bis auf seltene Ausnahmen, die umstritten sind, giftig. Ja? Die enthalten mindestens mal Protoanemonin, das im Körper dann zu Anemonin, schweres Wort, umgebaut wird, und das ist theoretisch giftig. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Allerdings Anemonin ist wirklich ein Zungenbrecher, wird beim Trocknen abgebaut. Wenn man also Heu macht zum Beispiel mit Ranunculaceen, mit Hahnenfußgewächsen, und lässt das Heu schön trocknen, bevor man es den Kühen gibt, dann können die Kühe das wieder verdauen, weil das eben dann weitestgehend draußen ist. Das Zeug hier wäre nämlich durchaus auch fürs liebe Rindvieh, sagen wir mal, zumindest nicht gerade gesund. Ja? Die haben da weniger Probleme mit als wir, wenn wir das jetzt im großen Stil futtern würden, aber kommt vor. Grundsätzlich gilt, je jünger ein Hahnenfußgewächs ist, desto weniger giftiges Zeug, nennen wir es jetzt einfach mal, ist drin. Und man kann also sehr junge Hahnenfußgewächse dann theoretisch auch ein Stück weit essen. Sollte man nicht machen, aber nur falls sich jemand wundert, aber als Kind haben wir die hin und wieder gegessen und wir haben es überlebt. Ja, wenn sie halt, wie gesagt, noch ziemlich jung sind oder ihr einfach Glück hattet oder generell in der Pflanze. Grundsätzlich, ja, wichtiger Hinweis, beim Pflanzensammeln, die potenziell auch essbar sein könnten. Die Stoffmenge, egal von welchem Stoff, Aromenstoff, Giftstoff, völlig Wurst, die in der Pflanze drin ist, ist nie konstant. Das variiert immer je nach Standort, wo hat man die Pflanze gesammelt, je nach Alter der Pflanze, je nach Genetik der Pflanze und so weiter. Es kann also sein, dass man eine als tödlich giftig geltende Pflanze mal gegessen hat und man hat nichts gemerkt. Denkbar. Es kann auch sein, dass man eine als leicht giftig geltende Pflanze mal gegessen hat und böse Ula-Ula gehabt hat, ja? Obwohl das eigentlich bei einer leicht giftigen Pflanze noch nicht vorkommen sollte. Anemone ist so, ich sag mal, im unteren Mittelfeld der Giftigkeit, insbesondere wenn sie ein bisschen älter ist, soll heißen, ein paar davon gegessen und man merkt es, aber nein, man fällt nicht sofort tot um. Aber merken dürfte man es, ja? Also da sind schon kleine Mengen ausreichend für Ula-Ula. Genaue Symptome muss ich nachlesen, beziehungsweise schreibe ich euch unten hin. Ja, dieses Grundprinzip, ne? Frühling,
wir hatten vorher ein Speicherorgan im Boden und jetzt können wir austreiben, weil jetzt ist Licht da und der Winter ist weg. Das haben halt eben alle Frühjahrsblüher gemeinsam. Jede im Frühjahr sehr früh blühende Pflanze ist ein Frühjahrsblüher und die sind alle quasi wirklich fast nahezu, möglicherweise gibt es irgendwo auf der Welt eine Ausnahme, aber bei uns in Deutschland nahezu wirklich fast alle, Geophyten. Heißt, sie haben eine Zwiebel, Knolle, Rhizom oder irgendein anderes Speicherorgan im Boden. Ja, irgend sowas in diese Richtung. Sind also mehrjährig, können zum Teil sehr alt werden. Was heißt sehr alt? Also 50 Jahre ist durchaus drin, sagen wir es mal so. Und ja, treiben aus besagten Speicherorganen jedes Jahr aufs Neue aus, um kurz im Frühjahr eben mal da zu sein und dann wieder wegzukommen, weg zu müssen letzten Endes. Die könnten auch länger halten, sind darauf gar nicht ausgelegt, weil sie es gewöhnt sind, dass sie spätestens dann oberirdisch absterben, wenn die da oben, die großen Blümchen in Anführungszeichen, eben auch anfangen mit Laubaustrieb. Die brauchen immer ein bisschen länger als die hier unten. Und diese kurze Dazwischenzeit ist eben meiner Meinung nach eine der faszinierendsten Phasen in der jährlichen Waldentwicklung, in der ja auch in einem ansonsten armen, artenreichen Quatsch. Oh, in der auch in einem ansonsten eher artenarmen Laubmischwald, so artenreich sind die gar nicht, wie man immer glauben würde, ja, so ein normaler, durchschnittlicher Laubmischwald, so doll ist das auch wieder nicht. Aber wenn man im Frühjahr kommt, dann sinkt die Artenzahl, nimmt die Artenzahl erheblich zu und wir finden also ganz, 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 ganz viele Pflänzchen, die wir im Sommer gar nicht mehr entdecken, die wir im Herbst nicht gesehen haben und die im Winter auch noch schön brav im Boden geblieben sind. Und natürlich muss man die mit dazu zählen, wenn man wissen möchte, wie artenreich ein Wald ist. Man muss also im besten Fall in sämtlichen 4 Jahreszeiten, so es dann noch 4 sind, vorbeischauen und mal gucken, was da jeweils da ist. Es mag auch sein, dass sogar im Winter neue Arten dazukommen. Man denke zum Beispiel an Zugvögel, die Deutschland als Winterquartier nutzen. Das gibt es ja auch. Es ist ja nicht nur so, dass wir Vögel haben, die über den Winter wegfliegen und dann wiederkommen für den Sommer, sondern wir haben ja auch welche, die nur im Winter da sind und für den Sommer wegfliegen sozusagen. Ja? Und das nur so als Beispiel. So, das genug der Hintergründe. Wir kehren zurück zu unseren Botanikbeispielen und schauen, was wir hier noch so finden können. Ja, zu meiner Freude habe ich hier auch eine Primel gefunden. Und zwar ist das Primula elatior, glaube ich. Ich schreibe es euch unten nochmal korrekt hin. Und ich habe wie immer keine Ahnung, wie das Ding auf Deutsch heißt. Das ist passiert hin und wieder, wenn man den Botaniker Kopfbedeckungsdingerich auf hat. Ist es eine Mütze? Ist es ein Hut? Ich weiß es nicht genau. Mein Vater hat immer Kappe dazu gesagt. Ja, wie auch immer, jedenfalls, das ist eine kleine Primel. Die erkennt man vor allen Dingen an der Blütenform. Ja, wir haben gar nicht so viele Primeln, die bei uns im Wald vorkommen. Bedeutet, wenn ihr eine Primel-Blütenform seht, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass es auch eine Primel ist. Charakteristisch ist auch gelb. Gelbe Blüten gibt es auch gar nicht mal so furchtbar viel im Wald. Ja, nicht auf der Wiese. Das ist nochmal was anderes. Und ja, schön. Schön. Im Wald muss man die erstmal finden. Und auch das ist wieder eine Pflanze, die aus eben einem Speicherorgan rausgewachsen ist. Ist leicht giftig. Also auch wieder nichts für den Salat, aber auch nichts Gravierendes. Wenn es weitere wichtige Dinge zu dem Ding zu sagen gibt, ergänze ich das auch wieder per Voice-Over. Kann mir aber nicht erinnern, dass da noch was furchtbar Wichtiges dabei gewesen wäre. Ja, bei der hohen Schlüsselblume handelt es sich tatsächlich, wie ich jetzt nochmal nachgelesen habe, um einen Hemikryptophyten. Was denn das jetzt? Naja, wir haben bisher, und das ist ganz standardmäßig für alle Frühjahrsblüher, alles Pflanzen gehabt, die halt eben ein Rhizom, theoretisch auch eine Zwiebel oder irgendwas, was im Boden halt steckt, haben, auf das sie zurückfrieren sozusagen, spätestens im Winter, beziehungsweise eben zurück vertrocknen, wenn sie dann zu wenig Licht bekommen und von diesem Rhizom wieder austreiben. Hat man ja gerade drüber geredet. Der Hemikryptophyt allerdings, der ist eine etwas andere Überdauerungsform von Pflanzen. Da liegen die Knospen, die Überdauerungsknospen, wenn die oberirdische Pflanze so weit weggestorben ist, in der Laubschicht. Das heißt, die sind nicht im Boden, sondern wirklich nur von ein bisschen Laub
Laub überdeckt und liegen quasi auf dem Boden auf. Das macht einen Hemikryptophyten aus. Da gibt es auch kein deutsches Wort für. Das ist wirklich der einzige Name, den sich da jemals jemand hat für einfallen lassen, für diese Form der Überdauerung, direkt am Boden eben sozusagen. Naja, das hat halt natürlich den Vorteil, dass man ein bisschen schneller wieder oben ist, wenn die Knospe dann austreibt, weil einfach der Weg bis nach oben etwas weniger weit ist, hat den Nachteil, dass ein enorm strenger Winter bei einem Hemikryptophyten dazu führen kann, dass es ihm dann halt doch ein bisschen kalt wird, beziehungsweise die Knospen eben erfrieren, weil sie halt dann doch nicht tief im Boden sind. Jetzt muss allerdings die hohe Primel auch nicht gerade damit rechnen, dass es einen allzu strengen Winter gibt. Man kann sie übrigens ganz gut unterscheiden von der anderen Primel, ich glaube die echte Primel heißt sie, das ist die, die man auf Wiesen findet, vorzugsweise trockenen Wiesen. Bestimmungsmerkmale bzw. Unterscheidungsmerkmale sind relativ simpel. Zum einen hat die hohe Primel einen goldgelben Kelch. Also je nachdem, wie weit hinten man an die Blüte anguckt, dann wird sie nochmal wirklich richtig goldgelb. Nochmal ein anderes, deutlich kräftigeres, sage ich jetzt mal, Gelb als das Standardgelb des normalen Blütenkelchs. Und zweitens, die hohe Primel wächst halt in feuchten, so mindestens halbdunklen Waldgebieten mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Das finden wir bei der echten Primel, glaube ich, so gar nicht, beziehungsweise Schlüsselblume, ne? Ist ja der andere deutsche Begriff, die finden wir weitgehend auf einer Wiese, meistens hin und wieder vielleicht mal noch in einem Gebüsch neben der Wiese sozusagen, aber das war es dann auch mehr oder weniger. Also der Standort ist wirklich ein ganz anderer und für mich persönlich ist tatsächlich das beste Bestimmungsmerkmal eben dieser goldgelbe Kelch, zumindest solange das Ding blüht. Wenn es nicht blüht, das ist nochmal eine andere Frage, aber da müssen wir uns jetzt auch nicht großartig mit auseinandersetzen. Ganz interessant ist übrigens, dass die Blüten auch unterschiedlich sind. Es gibt da quasi weibliche und männliche Blüten, also wenn man ins Innere der Blüten reingucken würde. Die eine hat einen relativ großen Stempel und kaum Staubfäden und die andere hat eben entsprechend viele Staubfäden und kaum einen Stempel. Theoretisch sind also die Blüten schon zweigeschlechtlich, aber halt funktional eher dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen. Und das ist auch eher speziell, findet man relativ selten im Pflanzenreich. Das ist so eine mir fällt jetzt das schlaue Wort dazu nicht ein, ist ja auch egal, aber eine funktionale Andersartigkeit sozusagen der Blüten gibt, obwohl sie trotzdem beide Geschlechter aufweisen. So, weiter mit dem Ben vor Ort. Ganz was Spannendes inmitten des Bärlauchs. Ich habe mich langsam mit dem nassen Knie angefreundet. Also, hier haben wir zweimal Schachtelhalm tatsächlich. Ich musste jetzt selber wirklich, das gebe ich gerne zu, nachgucken, ob das tatsächlich Schachtelhalm ist. Hier läuft auch gerade eine kleine Fliege dran hoch und sucht dann nach was Essbarem. Die sind in diesem Zustand nämlich bereits eben fruktifizierend. Es hängen hier auch, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, falsche Kamera für solche Zwecke, aber da hängen auch schon ein paar Insekten dran, die da mehr oder weniger dran vertrocknet sind oder eingegangen oder was auch immer. Aber in diesem Zustand, das ist quasi die, ja, ein Schachtelhalm hat keine Blüte. Und drum freue ich mich auch gerade wirklich sehr, Schachtelhalm mal in diesem Zustand gefunden zu haben. Die werden dann später noch deutlich, deutlich größer. Aber Schachtelhalm ist halt ein Urzeitgewächs, also wirklich so von ganz, 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 ganz früher. Die standen rum, als die Dinosaurier rumspaziert sind und ähnliche Tiere und teilweise sogar noch früher, waren früher sogar mal baumförmig. Was heutzutage übrig geblieben ist, sind halt eben diese, ja, sehr kleinen Schachtelhalme. Im Übrigen alles hier im Bärlauch, ne? Bärlauch gleich noch ein paar Takte dazu. Und man könnte jetzt eben tatsächlich beim Bärlauchsammeln aus Versehen so einen Schachtelhalm erwischen, wäre das schlimm? Nein. Sieht er aus wie Bärlauch? Nein. Also müsste man, sobald man jetzt nicht anfängt, mit der Sense Bärlauch abzusensen oder hier wie die Kuh einmal komplett hier durchzumachen, besteht da keinerlei Risiko, dass man das irgendwie verwechseln könnte. Aber ja, sehr spannend.
in dem Zustand für mich sehr schwierig, jetzt spontan da noch großartig viel sagen zu können zu. Aber ich werde auch das noch per Voice-Over nachholen. Das interessiert mich jetzt gerade selber. Es freut mich immer sehr, wenn ich selber auch noch was Neues entdecken kann. Und ja, das muss wirklich an der Mütze liegen. Das kann ich mir anders nicht erklären. Also wir haben es hier mit einem jungen Riesenschachtelhalm zu tun. Auch der ist eine Rhizompflanze. Das sehen wir hier unten in dieser schönen uralten Darstellung, wo sie mal offensichtlich viele von den Teilen ausgebuddelt haben und einen talentierten Zeichner gebeten, das Ganze mal vernünftig darzustellen. Und das Resultat sehen wir hier. Also es ist heute noch genauso aktuell wie damals. Die sehen tatsächlich stilisiert so aus. Und was wir gerade gesehen haben beim Ben vor Ort, ist eben dieser Stängel hier links oben im Bild, der sogenannte Sporenträger. Sporophyten sind die ganze Pflanzengruppe. Ihr seht, ich bin ein bisschen ratlos mit Fachbegriffen um mich zu schmeißen. Das liegt daran, dass ein Forstwissenschaftler mit solchen Pflanzen so gut wie nichts zu tun hat. Ich weiß höchstens, und das ist auch das Einzige, was man mir dazu beigebracht hat, dass Schachtelhalme eben Wechselfeuchtezeiger sind. Und das bedeutet für mich, wenn der Schachtelhalm wächst, fahr da gefälligst nur dann mit deinem Harvester rein, wenn es vorher sehr lange trocken war. Sonst sinkt dir der Harvester ein und den kriegst du dann gar nicht mehr raus. Davon abgesehen hast du enorme Bodenschäden verursacht. Ende. Ja. Tatsächlich ist es mit diesen Sporenpflanzen, also Farne, Schachtelhalme, also was in diese Richtung, so, dass die eben irgendwann mal im Laufe ihrer Entwicklung übers Jahr verteilt einen solchen Sporenträger da ausbilden. Bei Farnen hängen die Sporen oft auf der Blattunterseite, also wirklich am Wedel, und werden da dann abgegeben aus so lustigen kleinen Punkten. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, der sich mal einen Farn genauer angeguckt hat. Und beim Schachtelhalm sind es halt eben diese, ja, ich nenne sie jetzt mal Falli. Ja, das passt irgendwie ganz gut. Und daraus werden dann eben die Sporen abgegeben. Wie so eine Spore dann keimt, das ist super kompliziert. Da wird meistens noch irgendein Vorkeim gebildet und der muss dann nochmal irgendwelche anderen Zyklen durchlaufen. Also die Fortpflanzung der Sporenpflanzen, insbesondere der Farne, das ist sowas ganz, ganz Fancy-mäßiges. Ich habe mir dazu mal einen Vortrag angehört, weil es mich mal irgendwann interessiert hat, habe es aber wieder vergessen, weil ich es nie lernen musste. Das heißt, es hat mich nie jemand geprügelt. Lern das auswendig, das ist prüfungsrelevant. Und ja, darum habe ich es wieder vergessen. Also so ein Stück weit sind die blöden Prüfungen im Uni-Jargon vielleicht dann doch für irgendwas gut, weil man sich sonst einfach nicht merkt, wenn es einen nicht persönlich super interessiert. Ja, aber was wir jetzt halt eben gerade gesehen haben vor Ort, ist quasi dieser braune Stängel da mit dem Sporendingens obendran. Und der wird später noch länger, aber vor allen Dingen bildet der Schachtelhalm dann noch einen zusätzlichen Sommertrieb aus. Ich vermute, dass auf dieser Darstellung, dass dieser untere Trieb, der da aus dem Rhizom kommt, sein soll, weil dadurch, dass halt am Frühjahrstrieb, nennen wir ihn jetzt mal, das Sporenteil dran hängt, ist der im Wachstum ein bisschen beschränkt und kann sich nicht so normal in Anführungszeichen entwickeln, wie das hier bei dem langen Trieb im Hintergrund der Darstellung der Fall ist. Dazu habe ich dann auch noch mal ein Foto, wie der Riesenschachtelhalm dann aussieht, wenn man ihn im Sommer antrifft. Also bevor hier Verwirrung aufkommt, das Foto ist natürlich nicht von mir geschossen, sondern von Thomas Hundke. Aha, nur das, weil ich sage, ich habe noch ein Foto. Ne? Man darf, wenn man sowas zitiert, nicht den Eindruck erwecken, das ist juristisch tatsächlich wichtig, als sei das das eigene Werk, selbst wenn es hier entsprechend gekennzeichnet ist. So, egal. Jedenfalls, ein Schachtelhalm heißt deswegen so, weil diese einzelne Mischung aus Nodien und Internodien, das sind die Abschnitte vom Stängel, diese weißlichen, so ein bisschen fast schon ins Elfenbeinfarbliche gehenden Abschnitte, an denen keine Zweigchen, beziehungsweise eigentlich sind es Blätter, hängen, das sind Internodien, also die Bereiche zwischen Knoten, frei übersetzt, und Nodien sind Knoten. Das sind die etwas dunkleren Bereiche, an denen dann halt eben die Blättchen bzw. Zweiglein hängen. Jetzt hat der Schachtelhalm einfach gar keine Zweige, der kann keine Seitentriebe ausbilden, das ist evolutionär noch zu primitiv. Das Einzige, was er zur Seite rausschieben kann, sind halt eben diese Zweiglein-Blättlein, die botanisch gesehen eindeutig Blätter sind, da sie vor allen Dingen der Photosynthese dienen. Die können sich auch nicht zu irgendwas anderem umbilden und da kann auch nichts anderes draus austreiben. Also jedenfalls nicht, ohne dass man damit
sehr krassen Methoden und Hormonen und so weiter und so fort dran rumfuscht. Aber jedenfalls nicht natürlich. Und ja, so sieht der Schachtelhalm dann aus. Und auch die Schachtelhalmbäume, die es früher mal gegeben hat, ich hatte es ja schon kurz erwähnt, die waren im Prinzip das gleiche System, nur halt super, super riesig. 20 Meter hoch oder solche Späße. Und hatten aber auch nur dieses Verzweigungsmuster. Es ist einfach nicht möglich für einen Schachtelhalm, weitere Seitentriebe, die dann auch stabil werden oder sowas in die Richtung auszubilden. Warum konnte ein 20 Meter hoher Schachtelhalm überhaupt halten? Naja, ganz einfach, weil der, ähnlich wie es der Bambus übrigens heute macht, dass ein Bambus groß und stabil ist, obwohl er nur ein Gras ist, liegt daran, dass er Silizium einlagert, also sprich, er baut Solarzellen, haha. Nein, er verglast, wenn man so möchte. Im Grunde ist es so eine Art Verglasung. Ja, und dieses Silizium bzw. Kieselsäure eigentlich einlagern in den Stamm, denkt euch bitte jetzt Anführungszeichen dazu, das sorgt natürlich dafür, dass der erheblich stabiler wird, weil er extrem fest, extrem hart wird. Wenn man versucht hat, mit Bambus zu schnitzen, das geht zwar gerade so, also man kann da rein einschneiden, aber wenn die getrocknet sind, sind die einfach irre hart, viel härter als Holz, weil eben halt quasi die verglasen, wenn man das so nennen möchte. Ne? Eigentlich Verkieselung wäre der Fachbegriff, aber darunter kann sich ein Normalsterblicher ja nichts vorstellen. Gut, ja, und das soll es, glaube ich, zum Schachtelhalm gewesen sein. Aber ich habe diese Sporenträger, so wie ich sie da eben gefunden habe, wirklich noch nie bewusst im Wald gesehen. Von daher war das für mich jetzt auch sehr lehrreich und faszinierend. Zurück zum Ben vor Ort. Mir ist noch was zum Schachtelhalm eingefallen. Es macht total Sinn, hier Schachtelhalm finden zu können, denn Schachtelhalme, fast nahezu quasi alle, sind wechselfeuchte Zeiger. Bedeutet, wenn du Schachtelhalm irgendwo hast, dann hast du es wahrscheinlich mit einer Landschaft zu tun, die im Laufe des Jahres oder manchmal auch über Jahre hinweg, aber doch vergleichsweise häufig wechselnde Feuchtigkeit im Boden hat. Und das ist hier gerade sehr, sehr, sehr der Fall. Es kann sein, dass man hier wirklich Gummistiefel braucht, um hier durchzukommen, wenn es sehr viel geregnet hat. Jetzt hat es in letzter Zeit nur gut geregnet. Es ist entsprechend auch wirklich, wirklich nass. Aber Gummistiefel brauche ich jetzt noch keine. Ich habe gute Wanderstiefel an. Die sind auch relativ widerstandsfähig, was Feuchtigkeit angeht. Aber ja, sowas in die Richtung braucht man dann schon. Und das könnte man, wenn man dann in der Lage wäre, den noch sehr kleinen Schachtelhalm von Ferne zu erblicken, sofort an der Vegetation ablesen, dass möglicherweise das hier eine Landschaft ist, wo man nasse Füße bekommt, wenn man dann vorhat, da durchzulaufen. Stehen immer mal wieder hier drin diese Schachtelhalmkolben. Ja, das muss ich unbedingt nachlesen. Das finde ich jetzt gerade richtig, richtig, richtig spannend. Aber ich muss das Video zu Ende bringen. Sonst würde ich jetzt schon am Handy hängen und mich mal schlau machen. Aber geht jetzt gerade nicht. Ne? Ja, Bärlauch seht ihr hier überall. Wenn Bärlauch vorkommt, das ist fast schon ein Bestimmungsmerkmal, dann kommt viel Bärlauch vor. Man hat fast nie wenig Bärlauch. Da muss man schon lange suchen, bis man ein kleines Bärlauchvorkommen findet. Entweder keiner oder viel. Und ja, hier sind wir inzwischen in der Vielphase angekommen. Ist nicht überall hier im Wald vorhanden, aber streckenweise dann absolut dominant und einer der, ich sag mal, flächendeckendsten Frühjahrsblüher, wenn er denn dann vorkommt. Ne? Bärlauch ist bekannt, dass man den essen kann. Logisch ist inzwischen ja Trendfutter geworden und dementsprechend würde ich das jetzt auch gar nicht groß weiter ausführen. Potenziell interessant ist natürlich, wenn irgendwelche anderen Pflänzchen dazwischen wachsen, mit denen man ihn verwechseln könnte. Die können mitunter giftig sein. Insbesondere interessant das Maiglöckchen, wenn das dann schon zwischen dem Bärlauch zum Vorschein kommt. Es gibt eine kurze Überschneidungsphase, wo der Bärlauch noch da ist und das Maiglöckchen schon da ist. Betonung auf Maiglöckchen. Blüht üblicherweise erst im Mai. Üblicherweise ist bis dahin der Bärlauch schon verschwunden, aber ist so die häufigste Pflanze, mit der Bärlauch ungesunderweise verwechselt wird, weil erstens Maiglöckchen ist richtig giftig und zweitens, also richtig, richtig giftig, kann auch tödlich sein, ist potenziell tödlich, je nachdem wie viel man davon futtert, ne, muss man ganz klar erwähnen und Deutsch ist heute nicht meine Stärke, sorry. Und steht mitunter am selben Standort wie der Bärlauch. Und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht habe ich hier was Verdächtiges entdeckt.
Nein, falscher Alarm. Puh, Glück gehabt, ja. Sah mir nämlich so aus, als würde hier schon ein junges Maiglöckchen durchkommen. Und das kann hin und wieder wirklich, wirklich passieren. Aber eher selten, ne? Trotzdem sollte man, wenn der Bärlauch so große Blätter hat wie hier, ne, ab der Blattgröße ungefähr auch schon sehr, sehr vorsichtig sein. Sind die Blätter noch ungefähr halb so groß wie das da, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das Maiglöckchen noch gar nicht aufgetaucht ist, also noch überhaupt nicht, noch gar nichts aus dem Boden gesteckt hat. Und dann sind die Chancen, dass man bei so einem Bärlauchblatt ein Bärlauchblatt erwischt, relativ groß. Vorsicht nochmal, damit ich es erwähnt habe, wenn man die Geruchsprobe macht, riecht das selbstverständlich gleich wahnsinnig bärlauchig. Ja, ich habe ihn weggeworfen. Ja, ich stehe nicht besonders auf das Zeug. Ich bin halt komisch. Ja, aber das eine Blatt aus Forschungszwecken hätte ich eigentlich meiner Frau mitbringen können. Aber wegen einem Blatt freut die sich auch nicht. Ich sammle nachher noch ein bisschen was für sie. Ja. Aber wie auch immer, jedenfalls, diese Geruchsprobe gilt vielen als bestes Bestimmungsmerkmal. Das Dumme ist nur, man darf nicht vergessen, wenn man schon eine Weile Bärlauch gesammelt hat, stinkt die ganze Pfote irgendwann so sehr nach Bärlauch, dass du egal was anfassen kannst. Wenn du hinterher dran riechst, riechst du vor allen Dingen den Bärlauchgeruch, weil halt die ganze Pfote danach riecht. Und deswegen ist bei dem ersten Blatt, das man anfasst, ist es eine super Kontrolle, ob es sich um Bärlauch handelt. Beim zweiten oder dritten vielleicht auch noch, aber dann irgendwann nicht mehr. Und das darf man auf keinen Fall vergessen und sollte man im Hinterkopf behalten. Aber ich habe zum Maiglöckchen-Bärlauch-Vergleich auch mal ein uraltes Video gemacht. Wenn ich das noch finde, verlinke ich es euch. Es war ganz lustig, also ich fand es lustig, aber ist Ben-Humor. Ich habe noch was Spannendes gefunden, und zwar, ich bin hier immer noch im Bärlauchgebiet. Ne? Hier gibt es neben diesem Gras, dass ich ehrlich gesagt mich mal wieder nicht traue, korrekt zu bestimmen. Gräser sind verfortgeschrittene, wie ich finde. Blühen geht es noch einigermaßen. Ich habe da zwar ein schlaues Buch zu, mit dem muss ich mich irgendwann mal wirklich noch intensiver beschäftigen und dringend dabei diese Mütze tragen. Egal. Es ist normalerweise so, dass innerhalb eines Ökosystems, sprich eines Kleinstökosystems, mehr oder weniger dieselbe Vegetation zu finden ist. Wenn ihr also jetzt hier mal um mich rum guckt, da seht ihr fast überall einen geschlossenen Bärlauchteppich. Also die gleiche Vegetation hinter gleichen Wachstumsbedingungen im gleichen Kleinstökosystem bzw. gleiche ökologische Nische, wie man so schön sagt. Aber so eine ökologische Nische wird üblicherweise dann irgendwann mal durchbrochen durch eine andere ökologische Nische, zum Beispiel das da. Ja, das ist einfach ein Ast, junger Stamm, je nachdem wie man möchte. Ja, und der ist hier zusammengebrochen und drunter liegt noch einer, flip, hier, dieses Zeug, und das ist fröhlich vor sich hin modernd, und diese vor sich hin modernde Holzwelt sozusagen schafft jetzt ein neues Kleinstklima, Kleinstnährstoffversorgung, andere als das, worauf der Bärlauch wächst, und neue Kleinstlebensbedingungen, die sich eben von dem großen Ganzen hier drumherum unterscheiden. Und das resultiert dann häufig in einer etwas geringfügig anderen Artenzusammensetzung, wenn sie sich dann anpassen können. Und in diesem konkreten Fall hier, häufig sieht man das auch an Pilzen, aber hier hat es ein kleiner Gundermann geschafft, der Gundermann ist ein kleines Blümchen mit ja, so blauen Trompetchen, blau bis lila, je nachdem, was für eine Farbe man da haben möchte. Und ich will den nicht kaputt machen, das ist der einzige. Das ist wirklich nur ein einziger winzig kleiner Gundermann, der hier direkt auf dem vermodernden Holz wächst. Also diesen Mikrolebensraum im etwas größeren Lebensraum für sich erobert hat und da offensichtlich auf dem vermodernden Holz, was untypisch ist für einen Gundermann, das tut er nicht standardmäßig, aber in diesem Fall kann er es offensichtlich, fühlt er sich wohl und ist hier der einzige Gundermann, der vielleicht eine neue Gundermann-Zivilisation gründen wird. Wer weiß. Deswegen werde ich den Teufel tun, den jetzt irgendwie auszureißen, damit ich ihn besser vor die Kamera bekomme. Gilt grundsätzlich, ja, wenn ihr irgendeine Pflanze habt, die es überall gibt, und ihr wollt euch ein paar Blätter mit nach Hause nehmen, viel Spaß, das stört niemanden, auch nicht die Pflanze, beziehungsweise das Individuum vielleicht schon, aber die anderen jedenfalls nicht. Macht wirklich nichts, ist kein Schaden an der Natur. Irgendeinen Grund dafür werdet ihr vielleicht brauchen, dass ihr das ja essen wollt, oder ihr wollt euch ein Herbarium anlegen, oder ihr wollt sie mal kurz vor die Kamera besser halten können, etc. pp. Da findet man schnell irgendwelche Gründe, aber niemals sollte man die einzige Pflanze, beziehungsweise das einzige Exemplar, eine Art an einem Ort rausreißen, weil damit greift man dann
doch massiv in die Natur ein. Wir wissen nicht, was aus diesem Gundermann noch wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach wegstirbt, ist wahrscheinlich 5000 zu 1, dass er sich ausbreitet. Ne? Also es ist hochwahrscheinlich, dass der einfach stirbt. Aber vielleicht schafft das ja doch, sich möglicherweise auszubreiten. Und wenn wir jetzt hier also diesen Gundermann pflücken würden, um zu testen, ob die Blätter leicht aromatisch schmecken, was sie tun sollten, dann wäre es nämlich wirklich ein Gundermann, dann ist er weg. Und dann haben wir hier möglicherweise einen großen Frevel getan und die Sukzession hin zu einem kleinen Gundermann-Vorkommen sozusagen verhindert. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wenn es das Reh macht, dann war es wenigstens die Natur. Wenn wir das machen, ja, das kann man sich jetzt streiten, ob es dann auch die Natur gewesen ist, aber jedenfalls bestimmt nicht, wenn ich es absichtlich mache, im vollen Bewusstsein dessen, was das für Auswirkungen haben kann. Freut mich jedenfalls sehr, hier im Bärlauchdickicht den einen Gundermann gefunden zu haben. Ich zeige ihn euch nochmal. Ja, da wir es gerade von Kleinstökosystemen im großen Ökosystem hatten, leider inzwischen mit Motorsäge im Hintergrund, ist halt auch ein Nutzwald, ist es so, dass wir jetzt hier ein Bächlein gefunden haben. Und wer ein Bächlein findet, der weiß hoffentlich, spätestens nachdem ich es euch jetzt erzählt habe, dass ein Bächlein immer auch als kleines Sonderökosystem im Großökosystem fungiert. Und je näher man dem Bächchen kommt, desto deutlicher wird der Einfluss des Bächleins. Kommt ein bisschen darauf an, wie groß ist das Bächlein, wie klein ist das Bächlein etc. pp. Aber spätestens nah am Bächlein findet man immer noch ein paar andere Pflanzen, die man im Rest des dominierenden gleichförmigen Bestandes so nicht gefunden hat. Soll heißen, im konkreten Fall, wenn wir uns dem Bächlein nähern, hört plötzlich das Bärlauchdickicht auf und es entsteht ein Übergang, ich zeige ihn euch mal, zwischen Bärlauch und diesem anderen Zeug hier. Bärlauch, anderes Zeug. Ja, und das andere Zeug, das ist Schaboxkraut, auch ursprünglich mal Skorbutskraut genannt, enthält sehr viel Vitamin C. Als man erstmal rausgefunden hatte, was Vitamin C eigentlich ist, konnte man relativ bald rausfinden, wo Vitamin C eigentlich so drin ist. Und dann hat sich tatsächlich innerhalb Deutschlands für die Seefahrt unter anderem dieses Pflänzchen herauskristallisiert historisch, das im jungen Zustand, so wie hier, ich persönlich mag die Stängel nicht so. Ist wirklich noch sehr mild, sehr mild. Manchmal sind sie auch nur leicht nussig vom Geschmack und haben eine ganz leichte Säure. Ich bin ja Geschmacksbanause, ne? Aber eine ganz leichte Säure kann man schon rausschmecken. Sind lecker, macht eine super Beilage zum Salat. Aber so, jetzt glaubt dem Ben nicht alles, beziehungsweise Verwendung auf eigenes Risiko. Die meisten Botanikbücher weisen darauf hin, dass es sich beim Schaboxkraut zumindest um eine weitere entfernte Verwandte der Hahnenfußgewächse handelt. Und auch das Schaboxkraut enthält das bei der Anemone erwähnte Protoanemonin. Allerdings nur wenig davon und das auch erst, wenn die Pflanze ein gewisses Alter erreicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, auch das Schaboxkraut ist wieder ein Geophyt, heißt, das kommt aus dem Boden, will erstmal eine gewisse Höhe und eine gewisse Größe erreichen und erst wenn diese gewisse Höhe und Größe erreicht ist, beginnt die Pflanze sich erstmal zu verteidigen. Ja? Solange die noch gar keine Photosynthese machen kann, weil sie noch gar keine Blätter hat, ist es ihr auch noch, ja, es ist ihr nicht egal, ob sie gefressen wird, aber sie muss ihr ganzes Wachstum, ihre ganze Kraft erstmal in die Blattentfaltung reinstecken, bevor sie irgendwelche Abwehrstoffe bildet. Und solange sie diese Abwehrstoffe noch nicht gebildet hat, kann man sie noch essen. Ja, wenn sie blüht, dann nicht mehr. Und die Blüte ist auch eine gute Möglichkeit zu beweisen, dass wir es tatsächlich mit Schaboxkraut zu tun haben. Hier ist das einzige blühende Exemplar hier weit und breit. Keine Angst, die anderen blühen auch noch. Ich kann es ruhig abzupfen. Das ist eine, wenn sie aufgehen würde, wäre das eine. Oh, da ist ja noch eine. Die kann ich auch abzupfen. Keine Angst, es kommen noch ganz viele nach. Ist alles voll hier, ne? Das ist kein Schaden. Und so sehen sie dann aus. Gehen normalerweise noch schön groß auf und sehen halt aus wie jede x-beliebige Hahnenfußblüte, die wir so kennen. Ne? Butterblume oder wie auch immer wir das nennen wollen. Also eine typische Hahnenfußblüte und ein Blatt, das reif ist, beziehungsweise bei dem die Blüte fast schon dazugehört.
oder beziehungsweise es vielleicht gerade sogar getan hat, ich weiß es nicht, aber wenn die Blätter diese Größe erreicht haben, nicht essen. Also, grob gesagt, so ein Blatt, guten Appetit. Das große von gerade, besser nicht. Besser nicht. Und wer sowieso empfindlichen Magen hat und keine Lust im Selbstversuch herauszufinden, wie eine Protoanemonienvergiftung sich anfühlt, der sollte von Schaboxkraut einfach die Finger lassen. Der hohe Vitamin-C-Gehalt, den könnt ihr euch inzwischen auch in die Haare schmieren. Das ist für den Eimer. Wir brauchen keinen Spezialsalat mehr aus dem Walde zu futtern, um unser Vitamin C aufzufüllen, weil wir auf langer Seereise gewesen sind und keine Skorbut bekommen wollen. Die Zeiten sind vorbei. Eine stinknormale oder Normalverbraucherernährung, selbst eine eher schlechte, reicht heutzutage problemlos aus, dass man kein Skorbut mehr bekommt. Oder habt ihr schon mal jemanden mit Skorbut getroffen? Das ist quasi egal. Und selbst wenn Vitamin C-Präparate kriegst du nachgeschmissen, das ist außerdem in jedem zweiten Hustenbonbon drin, in jedem Hustenbonbon. Und also wirklich überhaupt kein Thema mehr. Aber damals war das wichtig, darum auch eben der Name Schaboxkraut. Der Schabock ist wohl auch ein alter Name für die Krankheit Skorbut, als man noch gar nicht so wirklich wusste, was das überhaupt ist, wo die herkommt etc. pp. Ja, das an dieser Stelle. Oh, da ist nochmal so eine schöne Primel. Ich suche mal weiter, ob ich noch was finde. Noch ein kleiner Nachtrag zum Gundermann. Ich habe die Eltern von unserem kleinen Gundermann da hinten gefunden. Hier ist der ein bisschen größere Gundermann. Bestimmungsmerkmal Gundermann. Kleine lila Blüten, so ein bisschen trompetenförmig. Moment. Sowas hier. Ja, ich denke, man kann es ausreichend erahnen, wie die aussehen, auch wenn das, wie gesagt, die falsche Kamera für solche Zwecke ist, aber ich hatte sie halt gerade zur Hand. Sind essbar, schmeißt man sehr gerne als Dekoration aufs Eis. Ich bin halt, wie gesagt, Banause und muss nicht sein, aber die Blättchen, ja, sind natürlich auch essbar. Und wenn man wissen möchte, ob es sich um Gundermann handelt, man kann ihn gerne mit dem kriechenden Günzel verwechseln. Der kriechende Günzel, der sieht fast genauso aus. Habe ich selber auch schon häufig verwechselt. Wenn ich mir nie sicher bin, dann einfach ein Blatt pflücken, Blatt verreiben, riechen, riecht lecker, ist Gundermann. Ja? Hat also wirklich einen aromatisch angenehmen Geruch, sehr fein. Man möchte fast reinbeißen und das darf man dann selbstverständlich auch gerne tun. So, das nur noch mal so als kleine Ergänzung. Und weil ich hier gerade schon am Kauern bin, hier kommen schon die ersten Exemplare, und das wird auch noch mehr, da können wir eins ausreißen, von diesem Pflänzchen hier durch mit diesen charakteristischen Blattquirlen. Vorsicht, ja, es gibt auch noch die Zypressenwolfsmilch, die so ein kleines bisschen so ähnlich aussieht, auf den ersten Blick auch solche Blattquirle hat. Ja, hier habe ich euch eine Zypressenwolfsmilch mal reingeschnitten. Also gerade so ungefähr in der Bildmitte sieht man, wenn man voll auf den nicht blühenden, in Anführungszeichen, Stängel drauf guckt, dann sieht das schon so ein kleines bisschen so aus, als könnte es Waldmeister sein. Also so im ersten Moment sollen da schon Verwechslungen vorgekommen sein. Ich hatte auch mal einen kurzen, verwirrten Moment, wo ich mal gedacht habe, hä, was ist denn das für ein komischer Waldmeister? Bis mir dann eingefallen ist, oh Kacke, nein, es ist die Zypressenwolfsmilch. Wolfsmilchgewächse, Euphorbia zähen, sind grundsätzlich nahezu quasi alle giftig. Ich kenne jetzt jedenfalls keine konkrete Ausnahme. Das Zeug hat den schönen Beinamen in Deutschland Warzengras. Das liegt daran, dass wenn man da mit dem Milchsaft dieser Pflanze in Berührung kommt, der ist tumorinjizierend. Das bedeutet, man kriegt tatsächlich kleine Hauttumore, sprich Warzen, also sowas in die Richtung. Genauer sind es eigentlich irgendwelche Blasen, die dann auch wieder weggehen. Ist aber eine schmerzhafte Angelegenheit, juckt, ist eklig und kann auch gerne mal zu irgendwelchen Saftflüssen führen. Also nicht nur der Pflanzensaft, sondern auch der menschliche Saft der Haut und irgendwelche Entzündungseiweiß, weiße Blutkörperchen,
Lymphsäfte, sowas in die Richtung, was da dann austreten kann. Ne? Also eine insgesamt ziemlich eklige Angelegenheit. Essen sollte man die also entsprechend schon gar nicht. Und was wirklich richtig gefährlich ist, wenn dieser Saft dieser Pflanze mit dem Auge in Berührung kommt, das kann ganz böse ausgehen. Also wirklich böse, böse. Also sein lassen, ja? Stehen lassen am besten. Vielleicht das Bild mal so ein bisschen abspeichern, wenn es so entfernt an Waldmeister erinnert, aber diese seltsamen Blütenblättchen, Blättchen-Dinger hat, wie auch immer man das nennt, das müsste ich jetzt recherchieren, das ist irgendwas Spezielles. Aber egal, Pfoten davon lassen. Aber nicht wirklich, das sind dann nochmal einzeln abgestemmte, einzelne Blätter. Ich zeige euch mal ein Bild, nur spaßeshalber. Nur das einfach im Hinterkopf behalten, dass man das nicht mit der Zypressenwolfsmilch verwechselt. Das ist ein Waldmeister. Ich kann euch nicht hundertprozentig gerade sagen, welcher. Gefühlt ist es tatsächlich das Waldlabkraut, Kleblabkraut oder auch Klettlabkraut, weil ich hier schon so eine erste Pelzigkeit, eine erste leichte Pieksigkeit, wie so ein bisschen den Klettverschluss sich anfühlend entlang des Stängels feststelle. Ja, das ist das Klettlabkraut. Gehört aber eindeutig zu den Waldmeisterpflanzen, was man eben an diesen Blattrosetten hier mit diesen länglichen Blättern, die so ein bisschen wie ein Schuhlöffel aussehen, die in alle Richtungen weggehen und typischerweise wirklich immer in einzelnen Etagen am Stängel stehen. Alles, was so aussieht, fast alles, nochmal die Zypressenwolfsmilch nicht verwechseln. Ansonsten fast alles, was so aussieht, ist den Labkräutern zuzuordnen. Die enthalten alle durch die Bank Kumarin. Kumarin ist das Zeug, was dem Waldmeister seinen Waldmeistergeschmack verleiht. Und nach Expertenmeinung sollte das sehr sparsam dosiert werden, wenn man sich eine frische Waldmeisterbowle oder ähnliches machen sollte. Wenn ich noch ein paar Mal so lange in den Knien hocke, sind sie irgendwann kaputt. Scheiße, ich werde alt. Wobei, das konnte ich früher auch nie, lange knien. Das ist kein neues Phänomen. Und ja. Das ist so die klassische Verwendung für den Waldmeister, ne? Die berühmte Waldmeisterbowle. Theoretisch kann man sich noch Waldeister-Wackelpudding draus machen, aber ich habe keine Ahnung, wie man Wackelpudding selber macht. Aber es geht theoretisch, ne? Und eben da wird empfohlen, zumindest in meinem schlauen Kräuterbuch, zu Drogen und Giftpflanzen, also die Drogen der Giftpflanzen eigentlich eher, ne? Ein Wirkstoff aus einer Pflanze nennt sich Droge in der Fachwelt. Ja, das hat jetzt nichts mit Ecstasy oder Ähnlichem zu tun, aber ja, die heißen halt so. Wirkstoff ist gleich Droge. Das kann auch im Positiven gemeint sein. Irgendwas, was gegen eine Krankheit hilft, ist genauso, zumindest in der Phytomedizin, eine Droge, wie ja, eine Kokainedroge ist, wenn man die Polizei fragt oder den Anwender oder wen auch immer. Ja, ja, was sonst noch was dazu zu sagen? Ah ja, richtig. Ein paar Waldmeisterpflanzen in ein Sieb geben und mit bisschen warmem Wasser übergießen, also schon so warm, dass es ordentlich warm ist, aber jetzt noch längst nicht kochend und man sollte vielleicht noch einen Finger reinstecken können oder dass es weh tut. Und den Vorgang vielleicht zwei, dreimal wiederholen, das sollte schon eigentlich ausreichen, nach Meinung des Autors von besagtem Kräuterbuch, ich schreibe euch den Titel hin, ich habe vergessen, wie das Buch genau heißt, um ausreichend Kumarin für die aromatische Wirkung für eine Waldmeisterbowle zusammenzubekommen, ohne daraus ein Kopfschmerzengebräu gemacht zu haben. Weil wer nach Genuss einer Waldmeisterbowle Kopfschmerzen hatte, das muss nicht zwingend am Alkohol liegen, kann selbstverständlich auch, kann aber auch an zu hohem Kumaringehalt liegen. Kopfschmerzen sind so ein typisches erstes Symptom. Man kann sich mit dem Zeug aber auch ganz schön böse, Aua zufügen. Ne? Umbringen nicht. Wäre mir neu, dass das gehen würde, aber muss auch nicht sein. Ne? Ja, also ich als kulinarischer Dilettant würde das ja niemals essen. Fühlt sich schon so an, so bäh. Ja, aber Gerüchte besagen, man könnte die essen. Also, man kann es wohl ohne zu sterben, ne? Und ohne Schäden davonzutragen. Aber nee, also ich finde, die fühlen sich immer relativ gewöhnungsbedürftig an die Teile, ne? Das müsste tatsächlich das sogenannte Judasohr sein. Grundsätzlich, diesen Pilz werdet ihr sowieso nicht wiederfinden.
aber bei Pilzen nicht auf mich hören. Ich bin mir zwar in diesem Fall ziemlich sicher, vielleicht mag mir jemand, der sich mit Pilzen auskennt, das in den Kommentaren kurz bestätigen. Ich habe auch keine App, die mir das jetzt bestätigen kann. Das ist jetzt tatsächlich mein bescheidenes Pilzwissen. Also ich kann nicht, also für mich sehen die eher bäh, falls sind es auch nicht mehr ganz frisch. Also ich würde sagen, gerade noch so. Ne? Die Jüngeren auf jeden Fall, die kann man sicherlich schon theoretisch essen, aber muss ich nicht haben. In jedem Fall ist eine Ferndiagnose niemals eine Verzehrfreigabe bei Pilzen. Da immer schön vorsichtig sein, wenn man gar keine Ahnung hat. Grundsätzlich Finger weglassen. Ich sage jetzt nichts mehr. Sonst bringe ich noch prominente Beispiele. So. Und das war's. Wir sind durch. Da hinten ist schon wieder Wiese. Und ja, also nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. So ganz grob kann man sagen, wenn man in einem überschaubar kleinen Gebiet, ich bin da jetzt vielleicht 300 Meter weit gelaufen oder was, so 5-6 Frühjahrsblüherchen findet, oder Spezialpflanzen, es müssen ja nicht zwingend nur Frühjahrsblüher sein. Dann hatte man einen lustigen kleinen Botanikausflug. Sowas dauert, ich denke, für die meisten von uns ungefähr eine Stunde, wenn man sich ein bisschen gemütlich umguckt. Ich darf dazu nochmal Flora Incognita empfehlen, wenn ich also dazwischendrin mit dem Handy da gesessen bin und noch was nachgeguckt habe. Das war Flora Incognita. Flora Incognita ist zumindest meiner Meinung nach, da kann man sich streiten, auch andere Apps können das ganz gut, selbst Google kriegt das scheinbar auch ganz gut hin, aber meiner Meinung nach Flora Incognita die beste App zur Pflanzenbestimmung. Funktioniert eigentlich bei Frühjahrsblühern wirklich ziemlich idiotensicher. Man macht ein Foto und die App sagt einem, was das ist. Und man kann in der App dann auch gleich noch ein paar Informationen zur Pflanze nachlesen oder alternativ halt meinen Beitrag gesehen haben. Ne? Aber ja, das macht Pflanzenbestimmung schon so sehr, sehr leicht. Es tut ein bisschen weh, weil man jetzt eben nicht mehr der Einzige im Walde ist, der so eine Mütze hier auf hat und dementsprechend Pflanzen bestimmen kann. Und ja, wie gesagt, selbst ich gucke zur Sicherheit hin und wieder mal nochmal nach, wenn man sich nicht ganz, ganz sicher ist. Und ganz ehrlich, ein Smartphone mitschleppen ist halt schon vielleicht praktischer als ein Bestimmungsbuch. Das Bestimmungsbuch ist nachhaltiger, man merkt sich's besser, wenn man es mit dem Bestimmungsbuch nachgeguckt hat. Aber das ist ein spontaner Trip, außer dass ich die Mütze noch schnell eingepackt habe. Der Rest ist ziemlich spontan und daher habe ich jetzt kein Bestimmungsbuch dabei. Fühle mich schlecht. Tue ich wirklich, ja. Es ist einfach zu, ja, es ist nicht zu einfach, es ist ja gut. Jeder kann jetzt Pflanzen bestimmen und jeder kann die Faszination des Pflanzenbestimmens so ein bisschen für sich entdecken und da ein kleines Hobby draus machen. Das ist wirklich was Gutes, aber es ist halt nicht mehr so elitär. Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen nachvollziehbar, was ich meine. Gut, aber ja, wie gesagt, das wär's. Bin ganz zufrieden eigentlich im Großen und Ganzen. Ne? Zumal das wirklich nur ein kleiner, relativ homogenes Waldstück gewesen ist. Ich denke, das war auch alles, was es da gibt. Kann mir nicht vorstellen, dass ich nennenswert was übersehen habe. Also, bis zum nächsten Mal. Vielleicht mache ich das nochmal in einem anderen Wald. Weniger nass, einfach ein bisschen ein anderer Boden, ein bisschen ein anderes Klima und schon findet man andere Pflanzen. Das kann sich auch eine komplett andere Flora herausbilden, obwohl man bloß, keine Ahnung, ein paar hundert Meter da hochgegangen ist oder sowas in die Richtung. Ne? Also wiederholt das gerne mal an unterschiedlichen Orten. Wenn ihr irgendwo Sand habt, irgendwo Ton habt, irgendwo Auenwald habt, ne, dann gerne das mehrmals wiederholen. Macht Spaß, ne? Also mir zumindest. Und ja, wie gesagt, ich mache vielleicht auch noch mal eine Runde, wenn ich noch Lust habe und dieses Frühjahr noch dazu komme. Tschüss, bis zum nächsten Mal.